Hi, lang keine Tutorials mehr gemacht. Aber da die Frage aufkam in den Kommentaren, ob ich mal was zur aktuellen Randomizer-Version machen kann, habe ich mir gedacht, gucken wir uns das Ganze zusammen mal an. Ich muss selber mal ein bisschen reingucken jetzt hier, was hier jetzt Neues gibt. Denn ich selber nutze in der Regel die installierte Version. Die Standalone und ja, aber wir schauen uns jetzt mal hier die Browser-Variante an und da kann ich auf jeden Fall sagen, zum letzten Mal hat sich hier die Webseite schon ganz schön verändert. Vorher hatten wir hier, also hier können wir jetzt auf Generate Z drücken, vorher hatten wir hier unten auch noch die Möglichkeit auf die Dev-Version zu wechseln. Gibt's auch jetzt noch, aber versteckt sich hier ein bisschen. Da, Dev-Testing, klicken wir da mal drauf. Ich nutze in der Regel immer die Dev-Version. Hatte, klar, da kann es mal zu kleinen Fehlern kommen, aber das Schlimmste, was ich bisher hatte, war, dass die hier die Cosmetics nicht anerkannt wurden. Ja. Genau. Gucken wir uns das Ganze hier mal an. Hier auf der ersten Seite hat sich jetzt nicht groß was verändert. Randomizer werden die wenigsten brauchen. Das sind ja geplante Seeds, die man da einstellen kann, wo man jedes Item vorgeben kann. Ansonsten, genauso kann man hier mittlerweile einen Cosmetic-Randomizer machen. Was ich immer angehakt lasse, auf jeden Fall, ist der Spoiler-Log. Falls ihr euch mal irgendwo verrennt, habt ihr dann immer noch die Möglichkeit, im Textdokument nachzuschauen und zu gucken, wo fehlt mir das? Wo muss ich überhaupt hin? Die Info darüber, was für ein Seed ihr habt auf der auf der File Select, also auf dem File Select Bildschirm, finde ich ganz nützlich, wenn ihr gerade Co-ops Seeds macht, also Multiverse Sachen, wo ihr mit jemand anderem zusammenspielt und so, einfach um die Sachen nochmal abzugleichen, dass das Ganze übereinander passt. Dass ihr auch beide denselben Seed erwischt habt, oder den richtigen Seed. Ja. Genau, ansonsten könnt ihr hier auch wieder eingeben, wie viele Player ihr habt für euren Seed. Ja, eben für solche Multiverse-Sachen. Und ja, genauso hier wieder die Presets. Da hat sich zum letzten Tutorial einfach nichts verändert. Ja. Hier unten könnt ihr dann dem Seed noch einen Namen geben. Das Übliche. Gehen wir mal in die interessanten Sachen rein. Was hat sich bei den Main Rules verändert? Logic Rules lasse ich auch weiterhin immer auf Glitches stehen. Wenn ihr sagt, hier glitscht oder noch schlimmer No Logic, kann es sein, dass für euch Sachen nicht erreichbar sind. Nur unter bestimmten Glitches oder No Logic kann sogar passieren, dass Sachen gar nicht erreichbar sind, die ihr eigentlich bräuchtet. Also Glitchless seid ihr auf der sicheren Seite. Ihr könnt später trotzdem noch, wenn ihr bestimmte Glitches könnt, die eintragen in der Detailed Logic. Ja. Ansonsten haben wir erstmal die Open Settings. Closed Forest bedeutet einfach, ihr braucht erst das Kokiri-Schwert und das Deko-Schild, um überhaupt hier rauszukommen. Wenn ihr hier drüber hovert, ne, es öffnet sich auch immer nochmal ein Fenster, was die ganzen Sachen erklärt. Open Forest bedeutet, ihr könnt halt raus in die Welt. Und also normal, also raus in die Welt, aber auch in Dekobaum etc. Also ihr könnt zu allen Ecken und Enden aus dem Kokiri Forest raus. Bei Closed Deku ist es halt so, ihr könnt zwar raus aus der Welt, aber nicht in den Dekobaum. Da braucht ihr dann wiederum das Kokiri Schwert und das Schild. Dann Kakariko Gate. Das lasse ich persönlich immer auf Closed.
Das heißt, ihr braucht ganz normal Zelda's Letter, um das als Kind zu öffnen. Da ist wichtig One-Way-Collision. Wenn ihr vom Todesberg runterkommt, könnt ihr trotzdem durch das Zune-Tor rückwärts durch. Nur, ihr könnt halt nicht von Kakariko aus zum Todesberg hochlaufen. So. Finde ich immer ganz nützlich, um am Anfang nicht zu viele Wege aufzumachen. Denn dadurch könnt ihr, oder ist der Raum, in dem ihr euch bewegen könnt, aber auch in dem die wichtigen Items sind, dass ihr weiterkommt, halt erstmal begrenzt. Open Gate könnt ihr jederzeit durch. Und Zelda's Letter Open Gate, dann wird es automatisch offen sein, wenn ihr den Letter habt. Das kann man natürlich auch einstellen. Dann braucht ihr nicht den Letter erst noch beim Soldaten abgeben. Jo. Open Door of Time ist ein Ding, das hake ich immer an. Also, damit ihr überhaupt auch ohne den Song of Time klein und groß werden könnt. So. By the way, wenn ihr das nicht habt, habt ihr relativ schnell auf jeden Fall schon mal eure Ocarina, ne? Weil die braucht ihr ja, um groß werden zu können. Zelda's Fontaine. Lurilein lesen. Zoras Fontaine. Die lasse ich selber auch immer auf Default. Das heißt, ihr braucht halt entweder die als Kind die Zora Scale oder als Kind und als Erwachsener Ocarina mit Zelda's Letter bei uns zu Zoras zu kommen. Ja, es sei denn, man stellt gewisse Glitches ein, aber ja. Ihr könnt aber auch einstellen, dass die als Adult grundsätzlich open ist oder dass sie immer offen ist. Dann haben wir das Gerudo Fortress. Hier könnt ihr entscheiden, wie viele von den Zimmermännern ihr rettet. Ich stelle es immer auf ein, weil ich sag mal so, da müsst ihr einen Schlüssel nur finden. Ihr müsst einmal befreien und habt es direkt offen. Bei dem anderen, ja, muss man erstmal 4 Schlüssel finden, dann das Ganze machen. Wären halt dann auch 4 Spots da oben. Dafür gehen halt in der Overworld halt 3 Spots sowieso verloren. Also 3 kommen dazu, 3 gehen weg. Naja. Es ist ein Zeitersparnis einfach. Ansonsten Dungeon Boss Shortcut Mode. Das gab es, glaube ich, zuletzt, wo ich das letzte Tutorial gemacht hatte, noch nicht. Genau, Shortcuts to Dungeon Boss are available without any requirements. Das bedeutet halt, dass die, dass ihr immer halt schnell zum Boss halt hinkommt. Ja, dass ihr einfach einen Shortcut dahin habt. Und ist allerdings nicht kompatibel mit Glitch-Logik. Also wenn ihr Glitch-Runs macht, solltet ihr das halt nicht nutzen. Dann haben wir die Requirements für die Rainbow Bridge. Und hier ist ein bisschen was dazugekommen, weil ich meine Hearts zum Beispiel ist neu. Also, wir haben hier Always Open. Ihr könnt jederzeit in Gen's Castle rein. Vanilla Requirements. Vanilla Requirements ist ein Unterschied zu All Medaillons. Denn ihr braucht bei Vanilla Requirements nur das Spirit und das Shadow Medaillon und die Lichtpfeile. Und dann ist das Ganze schon offen. Kommt man halt Vanilla nicht in die Gelegenheit, so reinzugehen, weil ihr braucht halt die anderen Dungeons eh vorher. Aber theoretisch ist es so programmiert, dass ihr Vanilla nur diese 3 Sachen braucht, um überhaupt zu Ganon zu kommen. So, dann haben wir die Spiritual Stones. Das sind die Edelsteine, die ihr aus den Kinderdungeons bekommt. Die Medaillons. Und bei beiden hier, bei den Stones, wie auch bei den Medaillons, könnt ihr dann eine Zahl einstellen, wie viele davon ihr haben müsst. Genauso Dungeon Rewards. Dungeon Rewards,
wie viele, das müssten sowohl Medaillons als auch die Spirit Stones halt gelten. Genau, deswegen kommen wir hier auch auf 9 Stück. Und wie viele Dungeons ihr im Grunde abschließen müsst, wie viel Boss ihr haben müsst. Also daraus bekommt ihr ja entweder einen Spirit Stone oder einen Medaillon. Und wie viel davon braucht ihr, um zu Gen's Castle zu kommen. Dann Skulltulas. Ganz beliebte Sache, die ich immer mal wieder mache, 100 Skulltulas run. Ihr müsst 100 Skulltula-Tokens sammeln, bevor ihr halt erstmal zu Gen's Castle kommt. Oder Hearts. Ihr müsst 20 Herzen haben oder ihr stellt ein, dass ihr... Okay, wenn ihr 3 Herzen geht gar nicht. 4 Herzen, 5 Herzen, wie viele Herzen ihr haben müsst, um die Brücke zu spawnen. Standard sind halt die 6 Medaillons. Und dann habt ihr die Ganon Trials. Die kann man auf random stellen, dann kommt irgendeine Anzahl von Ganon Trials in Gen's Castle vor. Oder ihr stellt hier von 0 bis 6 ein. Ich habe sie in der Regel aus, weil sie sind meist einfach nur noch als, ja, Zeitfresser am Ende. Ohne großartig Mehrwert, finde ich. Aber das sieht ja jeder anders. Interessant ist, dass in dieser Version hier gerade das Starting Age ausgegraut ist. Normalerweise könnt ihr hier nämlich noch einstellen, ob ihr als Kind oder als Erwachsener startet. Dann könnt ihr hier auch Master Quest Dungeons einstellen. Na, ihr könnt halt sagen, spielt ihr Vanilla, spielt ihr Master Quest Mode oder spielt ihr bestimmte Tempel im Master Quest, dann könnt ihr sie hier anhaken. Oder spielt ihr eine gewisse Anzahl im Master Quest Modus. Dann ist es halt random, welche davon. Oder completely random. Ihr wisst zum Beginn des Seeds nicht, was für ein... ob überhaupt Master Quest dann schon dabei sind. Und wenn ja, wie viele. Ja. Pre-completed Dungeon Mode. Moment, habe ich selber noch nie genutzt, deswegen muss ich mir das ganz kurz durchlesen. Pre-completed Dungeon Modes are Dungeon guaranteed to be Baron and whose Dungeon Lords are given for free to the player before the beginning of the game. Ah, okay, das heißt, du bekommst schon Items vorab, die du für die Dungeons brauchst. Ja, werde ich nicht nutzen, interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Dann, Shuffle Interior Entrances. Das sind, also ihr könnt grundsätzlich hier die ganzen Entrances von mittlerweile allen möglichen shuffeln. Hier sind es halt die Häuser. Ja, da könnt ihr halt sagen, steht auch hier, betrifft die meisten Hauseingänge. Und die großen Feen. Alle Extended Version. Also da sind halt manche extra Places mit drin, wie Windmühle, Link's House, Temple of Time, Kakariko Potion Shop. Und genau. Da könnt ihr diese halt verändern. Normalerweise kann man hier auch Shuffle Thieves Hideout Entrance. Moment, hat das hiermit zu tun? Ja. Okay, wenn ich hier alle einstelle, kann ich auch Thieves Hideout mit shuffeln, den Entrance. Und Grotten kann ich sowieso shuffeln. Genau. Bei Dungeon Entrance kann ich halt sagen, ich möchte nur Dungeons shuffeln. Oder halt Dungeons und Gen. Das heißt halt auch, Gen Castle kann sich hinterm Wassertempel verbergen. Ja. Dadurch wisst ihr auch noch nicht unbedingt, was ihr braucht, um zum Gen Castle zu kommen. Aber diese zum Beispiel 6 Medaillons hier würden jetzt für den Entrance zum Gen Castle
gelten. Das heißt, beispielsweise sind da drin eure Lichtpfeile, ne, müsst ihr trotzdem alle 6 Medaillons sammeln. Genau, dann Shuffled Boss Entrance. Das ist auch immer wieder ganz witzig. Ihr könnt die Bosse shuffeln in den Dungeons, denen ihr begegnet. Und da könnt ihr entweder halt nach Age Restricted, das heißt, ihr könnt nur in den Kinder-Dungeons die Kinderbosse bekommen und in Erwachsenen-Dungeons die Erwachsenen-Bosse. Ihr könnt es aber auch komplett randomisieren und dann, kann es auch sein, dass im Feuertempel auf einmal, Goma rumhängt. Genau. Dann haben wir hier noch Shuffle Overworld Entrance. Genau. Das sind halt dann die verschiedenen Gates und sowas, die ihr noch auf der Overworld habt. Genau. Shuffle Gerudo Valley River Exit. Wenn ihr in den River springt, kommt ihr auch irgendwo raus. Genauso Randomized Old Drops. Ihr nutzt die Eule und die wirft euch irgendwo ab. Ihr wisst es vorher nicht, wo ihr dann landet. Und Warp Song Destination ist das gleiche. Ihr habt Nocturne of Shadow und landet, was weiß ich, im Vulkan. Also man kann es sehr verrückt machen, das Ganze. Randomized Overworld Spawns. Und hier kann man sagen, als Child normalerweise spawnst du ja, wenn du Soft resettest, im Haus, ne? In Kokiridorf. Und als Erwachsener in der Zitadelle der Zeit. Und ja, das würde sich hiermit halt ändern lassen. Dann könnt ihr, was ich auch mal ganz gern mache, einen Triforce Hunt machen. So, und hier könnt ihr mittlerweile, und das ist eine super Erneuerung, weil das war vorher an ein anderes Setting gebunden, einstellen, wie viele Pieces in der ganzen Welt verteilt sind, bis zu 200. Und in dem zweiten Regler, wie viele braucht ihr? Na, vorher war das hier. Ich sehe es gerade nicht. Beim generellen Setting, wie oft ein Key-Item vertreten ist, war das halt mitgelistet, wie viel Triforce-Pieces mehr man finden kann zu denen, die man braucht. Hier habt das jetzt wirklich mal schön fein einstellbar. Geile Erneuerung dafür. Genau. Dann, was auch neu kam, der Bombshoe Bag und dazugehörige Drops. Bombshoe Bag ist, vorher war es so, die Bombshoes waren gebunden an die ganz normalen Bomben, die ihr hattet. Also, wenn ihr eine Bomb Bag hattet, konntet ihr auch Bombshoes kaufen. Das hat sich jetzt geändert. Ihr könnt halt als Item einen Bombshoe-Bag finden. Und ab diesem Zeitpunkt könnt ihr auch Bombshoes kaufen. Dann keine normalen Bomben, aber die Bombshoes. Noch dazu kam, wenn ihr Gras zerschneidet, kriegt ihr ja normalerweise immer mal wieder auch dann Bomben, wenn ihr einen Bombshoe-Bag habt. Wenn ihr einen Bombshoe-Bag jetzt habt, könnt ihr auch im Gras durchs Zerschneiden Bombshoes bekommen. Genau, dann gucken wir mal bei Shuffle. Shuffle Song Locations, genau. Also, da werden halt die Songs einfach irgendwo mit anderen Songs vertauscht. Also, wo zum Beispiel ihr Bolero of Fire bekommen habt, kriegt ihr jetzt Nocturne of Shadow als Beispiel. So, bei Dungeon Rewards, da bekommt ihr statt den Medaillons, wenn ich es richtig verstehe, auf einmal dann den Song. Oder sogar noch zusätzlich. Songs appear at the end of dungeons, for major dungeons. There will be at the boss heart. Ah ne, statt dem boss heart. Oder beim boss heart. Genau, bekommt ihr sie halt noch zusätzlich dazu. Okay. Dann haben wir aber auch noch Anywhere und das ist das, was ich in der Regel nutze. Die Songs sind in irgendwelchen Kisten drin. Shop Sanity. Hier könnt ihr einstellen, wie viele Items pro Shop ihr randomized habt. Wenn ihr welche randomized,
Die gerandomizeden hier sind immer auf der linken Seite. Und ja, ihr könnt auch eine Number, also ihr könnt theoretisch auch sagen, dass alles im Shop gerandomized ist. Ich gehe immer hier mit den 4 Items per Shop, dann ist die linke Seite immer gerandomized. Und Normal Stuff findet ihr auf der rechten. Also Normal Stuff sind ja in der Regel dann so Sachen wie Deko-Sticks, Deko-Schild, sowas. Dann Shop-Sanity-Preise. So, sollen sie der Starting Wallet entsprechen, Adult Wallet, Giant oder Tycoon oder immer Affordable? Also Affordable sind, glaube ich, immer 10, genau 10 Rupees. Ich habe es immer auf Random hierbei stehen, bei Shop. Allerdings bei was anderem nicht, da kommen wir gleich zu. Token Sanity. Die Skulltulas, sollen die gerandomized sein? Nein oder nur in Dungeons, nur in der Overworld oder sowohl in der Overworld als auch Dungeons. Wenn ihr einen 100 Skulltula Run macht, macht All Tokens, auf jeden Fall. Ansonsten zum einen wisst ihr dann schon, wo haufenweise Skulltulas sind. Oder ihr müsst alle Skulltulas ablaufen, aber dadurch habt ihr halt die Möglichkeit, dass überall eine Skulltula drin ist, aber auch unter jeder Skulltula ein Item. Das macht's ein bisschen funnier. Dann haben wir Scrub Shuffle. Und hier stelle ich immer auf Affordable. Dass ich halt die Scrubs ablaufen kann, ohne dass ich dann auf einmal da stehe, bei Expensive irgendwie auf einmal brauche ich, irgendwie 1000 oder sagen wir mal 600, 700, 800 Rupees und ich habe nur eine Start Wallet. Man kann auch Random Preise machen. Dann habt ihr auch das gleiche. Es kann 0 kosten, es kann aber auch halt, ja, alles. Ist alles möglich. Und Affordable sind halt immer, es kostet halt 10 Rupees. Shuffle Child Trades Sequence Items. Hier ist es halt, wenn ihr irgendwas, wenn ihr irgendwas halt hiervon skippen wollt, ihr könnt halt sagen, Zelda's Letter wird halt mit geschaffelt. Ja, ihr müsstet dann halt nicht zu Zelda direkt hin. Ja. Hab ich aber immer aus. Shuffle all selected adult trade items. Könnt ihr hier als Haken direkt machen, dann sind alle irgendwo gerandomized. Ihr könnt aber dann hier angeben, wo ihr starten wollt. Und da bin ich ganz ehrlich, bin ich eine faule Socke. Ich gebe immer einen Claim Check. So, dann habe ich den Claim Check, finde ich irgendwo, kann den abgeben, fertig. Muss dann nicht mehr das Hin und Her rennen auf Zeit und sowas machen. Genau. Dann, das ist glaube ich seit dem letzten Tutorial auch anders. Shuffle Rupees and Hearts. Ihr könnt hier einstellen, ob Rupees und Hearts halt irgendwo durch andere Drops ersetzt werden. Genauso, was ich sehr gerne spiele, sind die Pots. Ich shuffle mittlerweile die Pots, meistens auf der Overworld. Dann sind halt, wenn ihr jetzt erstmal diese Pots einsammelt, sind da halt irgendwelche random Items drin. Wohlgemerkt, die ihr dann noch nicht, oder die neu sind, wo Items noch drin sein können, erscheinen dann gelb. Genau. Include Empties Pots. Okay, dann können halt auch wohl empty, also leere Pots dabei sein. Dann Shuffle Crates, die ganzen Boxen, die, also diese Holzkisten, die rumstehen. Auch die sind farblich gekennzeichnet, wenn ihr die dann noch nicht geholt habt. Wohlgemerkt, es ist unterschiedlich manchmal, ob ihr bei Nacht gerade spielt oder bei Tag, ob da eine Crate halt vorhanden ist oder nicht. Ansonsten, ihr könnt hier wie gewohnt immer noch die Coast shuffeln, die Kühe. Es gibt aber auch in Grotten und sowas die Beehives. Die sind mittlerweile auch als Shuffle-Item drin. Wonder-Items, die werden auf der Map
normalerweise nicht angezeigt. Ihr könnt sie aber sammeln. Zum Beispiel, ganz berühmte da sind diese drei roten Rubine, die über dem Castle Town Eingang halt hängen, wo man eben diese, diese Ketten hochläuft und dann halt nach innen reinspringt. Die werden dann, wenn ihr das anhakt, allerdings so mit so einem Glitzereffekt angezeigt. Schaffe Kokiri Sword. Es ist immer noch gleich wie immer. Schaffe Ocarina habe ich auch immer an. Genau, die Gerudo Card. Die Magic Beans. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen flotter drüber, weil es wird schon recht lange, das Video. So, die Expensive Merchants, das sind halt so der Bombschuhhändler in der Wüste oder der Gorone in Goronia oben, der da so Licht da in seinem Raum liegt. Und ihr könnt die Frog Song Rupees schaffen. Das heißt, wenn ihr Celeste Lullaby spielt, kriegt ihr normal ja Rupees. Hier könnt ihr jetzt ein Item bekommen. Ihr könnt diesen seltenen Fisch, diesen Hyrule Lodge, könnt ihr schaffen, wenn ihr den fangt. Mache ich aber in der Regel nicht, weil es ein bisschen RNG ist, wie der auftaucht und sowas. Dann, ihr könnt die einzelnen Noten immer noch der Ocarina schaffen. Ja, habe ich auch nie an. Das war aber auch schon in dem alten. Genau. Shuffle Dungeon Reward Locations. Dungeon Reward, so. Dungeon Reward Locations. Das heißt einfach nur die, genau, Medaillons und Spirit Stones werden halt irgendwo untereinander getauscht. Ihr könnt das hier halt noch ein bisschen spezifizieren, wie ihr das halt haben möchtet. Maps and Compass, die mache ich zum Beispiel auch immer auf Anywhere. Genauso die Small Keys mache ich auf Anywhere Keysanity, dann können die wirklich überall random auf der Welt sein. Ihr könnt sie removen, wenn ihr jetzt ganz frisch dabei seid und ihr wollt euch noch nicht mit den Keys belasten. Oder in den Valinda Locations bzw. nur im eigenen Dungeons randomisieren. Ihr könnt sie in der Region verteilen. Nur auf der Overworld. Genau. Ich lasse halt anywhere. Key Sanity. Sie's Hideout Key. Hier das gleiche. Also bei den Keys könnt ihr alles immer einstellen, wo sie gemixt sein sollen. Oder halt auch removen. Treasure Chest Game. Die Keys. Die lasse ich hier halt Vanilla. Also ihr könntet die halt auch irgendwo verteilen, dann tauchen die auf. Als Treasure Chest Game, das ist immer mal wieder so funny. Gerade im Stream, man gibt halt also ich sag dann halt immer, Leute, sucht euch, schreibt mir einen fünfstelligen, ja, Key, sag ich mal, aus rechts und links. Und wenn einer davon halt zutrifft, kriegen die bei mir ein paar Luri-Coins im Chat. Ja. Also das kann man immer mal so als Funny Game noch so nebenbei machen. Keyrings. Keyrings bedeuten, ihr sammelt einen Keyring auf und habt sofort alle Small Keys des Dungeons. Auch die könnt ihr halt einstellen, wofür, für welche Dungeons das geben soll. Ob für alle Dungeons oder ob es random geben soll. Dann habt ihr die Boss Keys. Auch hier gehe ich immer auf Key Sanity. Gleiche Einstellung wie bei den anderen Keys. Genauso Ganon's Boss Key. Das ist alles simultan. Da kommt ihr sicher mit klar. Dann habt ihr die Silver Rupees, die euch verschiedene Tore und sowas öffnen. Die könnt ihr removen, dann sind diese Tore immer offen. Ihr könnt aber auch hier sagen, wo die halt sind. Das habe ich meistens auf Vanilla Locations. Aber ja. Und dann der Haken Maps and Compass Give Information. Dadurch wisst ihr auch, wenn ihr einen Kompass zum Beispiel sammelt, welches Medaillon in diesem betreffenden Dungeon vorhanden ist. Gut. Oh, kurz einen Schluck trinken. Kommen wir jetzt zur Detailed Logic.
Was ich hier immer einstelle, ist halt, dass alle Locations reachable sind. Dass ihr auch überall hinkommen könnt. Dass Nighttime Skulltulas den Sunsong brauchen, das verhindert, dass ihr ohne Sunsong auf einmal die 50 Skulltulas unbedingt braucht. Oder wenn ihr diese braucht, beziehungsweise, jein, wenn ihr diese braucht, sind die halt in Kisten für euch auch erreichbar. Was sie noch dazu verhindert, ist halt, dass irgendwelche besonderen Items zwangsweise oder ganz viele besondere Items unter Nachtskulltulas sind. So. Dann könnt ihr hier einmal Locations rausnehmen. Wenn ihr irgendwelche Tricks oder irgendwelche Spots nicht so beherrscht, bestes Beispiel ist immer das Horseback Archery, das Bogenschießen zu Pferd, könnt ihr die erstmal rausnehmen. Genauso andersrum könnt ihr hier auf Enable Tricks Tricks reinnehmen, die ihr zum Beispiel beherrscht, die ihr könnt. Und da gibt es eine ganze Reihe. Guckt euch einfach durch, was ihr davon reinnehmen möchtet. Ja. Kommen wir zum Starting Inventory. Hier könnt ihr euch direkt am Anfang schon Items reingeben ins Inventar. Mache ich in der Regel nicht. Ich habe das Einzige immer, ich starte mit Max Rupees. Das sorgt nämlich dafür, dass ihr immer, wenn ihr auch eine Geldbörse bekommt, die direkt schon einmal voll ist. Es erspart einfach in dem Moment Zeit, weil ihr sonst eventuell die ganze Zeit noch Rubine farben müsst. Ihr hättet halt einmal schon mal direkt die 200 voll, oder direkt auch im Kokiri-Dorf 99 Stück direkt, falls was im Shop ist, könnt ihr es direkt schon mal holen. Und müsst nicht die ganze Zeit über die Steine springen und immer 5 Rubine sammeln, damit ihr sie dann halt langsam auffüllt. Es ist einfach ein Timesaver. Dann haben wir Other. Der ist neu. Free Reward vom Rauro. Beyond the Dwarf Time. Delight me, Jung. When the game is given as a starting seed. Ich glaube, das ist jetzt ein Setting, wenn ich das richtig verstehe. Vorher war es grundsätzlich so, dass ihr das Leitmedaillon. Nee. Okay, ich glaube, ihr bekommt hier zusätzlich einen Reward von Rauru, weil ihr das Leitmedaillon ja schon, oder das Freemedaillon ja schon am Anfang bekommt, wenn ich das richtig verstehe. Dann Skip Tower Escape Sequence. Ist für mich auch immer ein Timesaver, den ich drin habe, dass ihr nach der ersten Phase nach dem Fight gegen Ganondorf nicht den ganzen Tower runterlaufen müsst, bevor ihr dann gegen Ganon kämpfen könnt. Skip Child Stuff. Auch, dass die im Schloss müsst ihr dann nicht diesen ganzen Weg, wo ihr euch für den Guards verstecken müsst, machen, sondern könnt einfach. Ihr geht rein und landet direkt bei Zelda. Epona's Race. Ihr müsst keinen Race mehr machen mit Epona, wenn ihr den Epona's Song habt, sondern könnt den direkt nutzen. Es gibt dann Minigame-Phases. Wenn ihr beispielsweise bei Dumpe, ihr schafft den Run unter einer Minute, kriegt ihr direkt 2 Items. Anstatt, dass ihr dann noch ein zweites Mal den Run nochmal unter einer Minute schaffen müsst fürs zweite Item. Complete Mars Quest. Wenn ihr Zelda's Letter habt und den abgegeben habt beim Guard oben, könnt ihr direkt jede Maske euch ausleihen aus dem Maskenshop. Die speziellen Glitch-Cutscenes. Ich sag mal so, wer diese braucht, wird es wissen. Es gibt halt Glitches, die kann man nur mit gewissen Cutscenes irgendwie zusammen ausführen. Wird jetzt, sag ich mal, in dem Tutorial wahrscheinlich nicht gebraucht. Fast Chess Cutscene, also dass ihr das Öffnen der Truhen einfach ein bisschen beschleunigt, anstatt dass diese ganze lange Sequenz abgehalten wird. Free Scarecrow Song. Wenn ihr an einem Spot seid, wo ihr so eine Scarecrow, was ist der deutsche Name von Scarecrow noch gleich? Vogelscheuche. Wenn ihr eine Vogelscheuche habt, dann braucht ihr nur die Ocarina zu ziehen und sie erscheint sofort. Fast Bunny Hood. Wenn ihr die Hasenohren habt, dann könnt ihr hier genauso schnell laufen, wie ihr es auch in Majora's Mask könnt, weil das geht original in OOT nämlich nicht.
Was equipped? Achso. Oh, das ist nützlich. Das ist auch neu hinzugekommen. Wenn ihr eine Maske aufhabt und normalerweise ihr geht in einen anderen Bereich rein oder eine Cutscene kommt oder sowas, habt ihr danach die Maske nicht mehr auf. Dadurch behaltet ihr diese auf. Dann könnt ihr hier vorab schon die Magic Beans pflanzen oder nicht. Das habe ich in der Regel off. Easier Fire Entry Fire Arrow Entry, wenn ihr beim Shadow Temple kein Dienstfeuer habt, sondern nur die Fire Arrows, könnt ihr damit ein bisschen leichter den öffnen. Habe ich auch aus. Ruto already on at F1. Okay, dass Ruto immer irgendwie auf dem Top-Floor wieder ist. Wenn ihr sie verliert. Ja, bei so einem großen Dungeon unbedingt nötig. Na, naja. Fast Shadow Boat. Das Schiff im Shadow Temple, dass das halt einfach schneller ist. Und Random Cuckoo Count. Also ihr könnt halt für Anju die Kuckus sammeln. Und hier könnt ihr random einstellen. Ich stelle es immer auf 1, dann muss ich 1, auf 0, dann muss ich sie nur ansprechen. So. Auch ein Timesaver. Genauso habt ihr hier die Random Big Pose. Wie viele große Geister braucht ihr? Ich stelle das immer auf 1, dann muss ich einen Big Pose sammeln, gebe den ab und kriege das Item. Hint Information, hier hat sich eigentlich nicht wirklich was geändert. Also, ja, ich stelle das mal kurz ein, wie ich das halt habe, beziehungsweise ich glaube, ich habe das sogar so. Ja. Invisible Chest, hier könnt ihr halt unsichtbare Chests halt sichtbar machen. Dann hier für Pots, Crates und so, was ich eben meinte. Die kriegen eine andere Textur bzw. Farbe, wenn sie noch nicht gecheckt wurden. Ihr könnt auch Texture Match Content machen. Finde ich selber ein bisschen langweilig, weil es nimmt so ein bisschen die Surprise-mäßige raus. Weil ihr direkt schon seht, ah, da ist ein Pot zum Beispiel. Oh, da ist ein Skulltula-Zeichen drauf. Ja. Hier, Princess. Small Keys and Boss Keys. Will use custom models to match the dungeon. Okay. Hier habt ihr dann nochmal extra. Ja. Optiken am Schlüssel und sowas, wodurch man direkt sieht, für welchen Dungeon der ist. Gut, dann Item Pool. Das war das, was vorher die Triforce Splitter eingeschränkt hatte. Hier könnt ihr halt es, also ich lasse immer auf Balanced. Dann ist das der Original Item Pool im Grunde. Ihr könnt halt auch übelst viel machen, dann habt ihr auf einmal 4 oder 5 Hookshots oder sowas in einem Seed. Ja. Klar, es bringt nur zweimal was, den zu finden, aber und danach, ja, ist es halt ein leeres Item. Ice Traps könnt ihr einstellen, wie viele Ice Traps ihr haben wollt. Und als was die auftauchen sollen. Ja. Ich habe das immer auf Anything und hier habe ich in der Regel Mayhem drin. Gameplay Changes. Melodien. Ocarina Melodien zu changen. Hab ich selber immer off. Text Shuffle habe ich genauso immer aus. Man kann das Ganze halt sehr verrückt machen. Damage Multiplier, wie viel. Ja. Wollt ihr euch ganz schwierig machen, dann macht ihr One-Hit-KO. Ihr kriegt einen Hit und seid sofort tot. Ihr könnt auch machen, wenn ihr gegen irgendwas gegenbonkt, dass ihr dann Damage bekommt, auch bis zum One-Hit-KO. Und zu welcher Zeit ihr startet den Tag. Also wenn ihr jetzt, genau, wann wechselt es halt zu Tag von Nacht. Dann haben wir hier die Blue Fire Arrows, die mache ich immer an. Die, das heißt, die Ice Arrows haben einen Sinn endlich bekommen. Denn die Ice Arrows wirken jetzt wie dieses blaue Feuer. Das heißt, ihr könnt die Eiskavern einfach mit Blue Fire Arrows durcharbeiten. Fixed Broken Drops. Es gab ein paar
Drops, die im Originalgame halt nicht funktioniert haben. Und die sind hier gefixt. Require Lens of Truth for the Chest Game. Also, dass ihr das Auge der Wahrheit braucht, um das Chest Game zu machen. Hero Mode, keine Recovery Hearts und ja, eigentlich nur, dass es droppen keine Recovery Hearts in dem Fall. Und Dungeon have one major item, bedeutet halt, es gibt pro Dungeon nur ein einziges wichtiges Item. So, dann kommen wir zu den Cosmetics. So, hier, also Default Targeting, das ist halt das Anvisieren, lasse ich immer auf Hold bei mir. Ihr könnt es aber später in der ROM eh noch umstellen. Display D-Pad hat. Ja, genau. Wo soll das sein? D-Pad hat sein oder soll es off sein? Ist immer, finde ich, was sehr nützliches, dieses D-Pad hat. Vor allem, weil man dann da die Ocarina und so direkt drauf hat. Genau. Hier könnt ihr euch halt Dungeon-Infos aufs D-Pad legen. Item Model, Colors Match Cosmetics. Dass es alles so ein bisschen einheitlich wirkt. Ich mache immer Randomize All Cosmetics. Dann sehe ich halt, weiß ich halt nicht, was ich an Farben bekomme. Und das finde ich auch immer ganz witzig. Uninvert Y-Axis in First Person Kamera. Wollt ihr halt, dass beim Zielen invertierte Steuerung ist oder nicht? Und Input Viewer ist auch neu. Da zeigt er euch dann an, was für Buttons ihr gerade drückt. Ja. Genau. Und dann habt ihr hier noch die Möglichkeit, die die Sounds einzustellen. Das lasse ich in dieser Version eigentlich immer relativ auf normal. Genau. Auf der installierten Version kann man dann auch noch Custom Sounds ganz gut hinzufügen. Ja. Und das ist im Grunde das Ganze. Ihr geht dann hier auf Generate Seed. Lasst euch den Seed einmal durchgenerieren. Den Spoiler Log speichert ihr euch ab. Und fertig. Schon könnt ihr spielen. Gut. Das soll es auch jetzt gewesen sein. Lang genug geworden, dieses kleine Tutorial. Und ich hoffe, es hat euch geholfen. Also dann, macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.